So, upsala, wo ist das denn hin? Da ist besser. Heute kleines Unboxing. Ah, was will es? Heute kleines Unboxing. He-Man, Masters of the Universe, Talon Fighter. Von der Netflix-Serie. Ich kann es immer wieder nur sagen. Netflix-Serie habe ich noch nicht verfolgt. Ich habe noch den originalen Film geguckt. Also den 80er-Jahre-Film halt. Das waren so meine ersten, ja, meine ersten Erfahrungen mit He-Man oder Fantasy oder whatever. Es war schon, ja, es war halt eine ganz andere Zeit. Es war schon ziemlich crazy. Das war schon, ja, aber es ist schon lange her. Wie seid ihr so zu He-Man, Masters of the Universe gekommen? Ui, ja, Alter, das ist ein ganz schöner Brecher. Alte Schande. Okay, ich muss das mal kurz nebenan machen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ein Monster ist. Upsala. Jetzt habe ich hier wieder alles zerlegt direkt. Verdammt, da ist nicht mehr. So, jetzt muss ich mir auch gleich nochmal den Karton holen, weil ich weiß gar nicht, wie das zusammengebaut wird, muss ich sagen. Naja. Total. Jedenfalls ist es garstig. Es klebt schon garstig. Alter Mann. So, naja, gut. Es kann ja jetzt auch nicht so schwer sein. Ich gucke trotzdem sicherheitshalber mal drauf. Okay. Ich wollte gerade sagen, ja. Oh, das Blaue nach hinten. Super. Geil. So, jetzt habe ich natürlich auch keine Figur zur Hand. Oh. Nicht kaputt machen. So, weg damit. Dann kommt der dann hier rein. Richtig. Right. Okay. Kann man sich einfach reinklicken? Oh ja, kann man. So. Der daran gab es auch wirklich für wenig Money, muss ich sagen. Ich glaube, ein Zehner habe ich dafür bezahlt oder so. So, dann haben wir hier natürlich noch ein bisschen Material drin. Hier diese komischen Blaster. Oh, da wäre auch eine Bedienungsanleitung gewesen. Ich lasse sie jetzt einfach mal hier drin liegen. Diese Blaster werde ich hier auch noch mal. Wo kann man die? Kann man die wirklich abschießen oder was? Wow, nett. Okay, ist auf jeden Fall, wenn man auf He-Man steht, nice. Und wenn man sammelt und da so ein Ding für einen Zehner sich hinstellen kann, ist es okay. Bei mir wird es einfach so, wird es im Regal landen oder wird es einfach hier landen? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht so genau, wo es landen wird. Auf jeden Fall, wie gesagt, da kann man dann noch die Torpedos oder wie die Dinger bei denen auch immer heißen mögen, nachrüsten. Warte mal, jetzt will ich mal was gucken. Oh. Okay. Wofür diese blauen Dinger sind, weiß ich nicht. Egal. Gut. So sieht das Ding auf jeden Fall aus. Upsala, ich werde noch mal ein bisschen höher gehen. Nett. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Day. Lasst mir ein Kommi da, lasst mir ein Abo da. Das wäre nice. Link ist unten runter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.